Die Polizeidingens. Interessant, ein versteckter Knopf. Was passiert damit? Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Lego City Undercover. Und es geht auch direkt los. Okay, finde einen Weg zum Dingsbumsinsel. Ich komme hier ja gar nicht rein. Ach nee, der hat das Spiel nicht gespeichert. Leute, ich muss noch mal kurz einen Cut machen. Wir sehen uns gleich. So Leute, jetzt bin ich angekommen und wir gehen auch mal direkt rein. Ich bin jetzt angekommen. Endlich habe ich es geschafft. Ja. So. Wir sind jetzt beim Spezialauftrag 2. Scherereien in Sicht. Frag mich bitte nicht, was das heißt. Ich habe dieses Spiel zwar schon mal gespielt, aber trotzdem. Also, ja, ich habe es tatsächlich schon mal ein bisschen angefangen zu spielen. Egal, ich muss jetzt leise sein. Aber klar. Kein Problem. Genau so ist es. Let's go. So, ist das jetzt der... Egal, wir sammeln jetzt hier erstmal alles ein. Auf dem Weg dahin finden wir bestimmt auch die ganzen Häftlinge, die hier alle rumtänzeln. Hier durch. Danke. So. Wir machen die... ganze Ding jetzt hier kaputt. So. Batz. Eingebuchtet. Ich glaube, wir müssen... Was müssen wir jetzt hier machen? Die Zelle durchsuchen, ne? Okay. So, wir sammeln hier schön alles ein, weil wir wollen dieses Spiel ja zu 100% durchspielen. Ich bereue gerade wirklich so einige Entscheidungen in meinem Leben. Ja, da kann ich nichts für. Bam. Der macht einfach die Robbe. Seht ihr das? Okay. Einsammeln. Wir müssen nämlich auf 100% tatsächlich da oben kommen. Ihr seht ja diese Linie da. Deswegen müssen wir hier alles schrotten, machen, was so hier alles gibt. So, zwei sind noch hier am rumtänzeln. Bam. So. Der ist auch eingebuchtet. So, den letzten darf ich jetzt noch nicht angreifen, weil sonst kann ich hier, glaube ich, nichts mehr kaputt machen. So, deswegen mache ich das hier einmal kurz alles Schrott. Lass mich bitte in Ruhe. Ich will hier einmal alles einsammeln. So, ihr dürft ja auch nichts mehr trinken. Das werde ich dir irgendwann heimzahlen. Ja, ja. Doch, siehst du ja, kann ich da. So, wo ist der Kollege? Bam. Tschüss. So, Eile eingebaut. Kann ich dir denn irgendwie helfen, junger Mann? Ja, ich müsste da die Zelle eines Häftlings überprüfen. Ja. Blue oder so ähnlich. Blue, der ist fast so lang hier wie ich. Gib mir immer ein Stück vom Kuchen, den seine Mutter backt. Auch wenn der komisch schmeckt.
Okay. So, hier. Ich mache ein Nickerchen. Muss geistig rege bleiben. Daher mache ich 4 pro Tag. Okay. Hätte die Schule nicht abbrechen sollen. Boah, jetzt ist hier noch so ein Depp. Okay, wir müssen hier rein. Chase McCain als Räuber? Deswegen brauche ich das. Du warst in der Zelle? Ja. Okay, schnell jetzt. Es sind Wachen in der Nähe. Wenn du die Ausrüstung hast, musst du dir Zugang zum Büro des Direktors verschaffen. Wie bitte? Das ist der einzige Weg in Rex' Zelle. Warte. Psch. Ja, das ist Blue. Der spricht mit seinem Gebäck. Total durchgeknallt. Okay, los jetzt. Die Tür befindet sich auf der rechten Seite des zweiten Stocks. Und dann hoffen wir mal, dass der Direktor nicht da ist. Alles klar, das mache ich, sobald ich immer kurz die ganzen Einstellungen gemacht habe. Egal. So, weiter geht's hier. Komm schon, gib mir noch eine Chance. Nein. Wo sollen wir denn jetzt hin? Wir müssen Räuber werden. Zack. Ah, jetzt hier. Dass dieses Gitter zwischen uns ist. So. Ah, jetzt baue ich mich da hoch, damit ich da hoch kann. Aha. Gut. Zack, zack, zack. Du kannst mich hier nicht festhalten an so einem schönen Tag. Ah ja. Oben sind ja auch Zellen. Lass mich gehen. Ich bin unschuldig. Die Frage ist jetzt nur, wo muss ich denn jetzt hin? Hier rein, oder? Ich verpasse die guten Serien im Fernsehen. Nee. Ah doch, ich musste durch. Gut. Zack, zack, zack. Ah, hier brauche ich eine Karte für. Die finde ich wahrscheinlich hier bei den blauen Dingen hier. Werden wir wieder zum Polizist. So. Bam. Schlüssel. Ich bin kein schlechter Kerl. Ich beweise es dir, wenn du mich gehen lässt. Ah, jetzt kann ich hier rein. Okay. Jetzt komme ich auf der anderen Seite wieder raus. Mhm. So. Ach, Mann. So. Bam, bam, bam. Aua. Wie geht denn die Kacke? Ah. Ah, hier ist die Karte. Nice. Die ist am Arsch der Welt. Ich hab sie fallen gelassen. Nein, die Karte ist weg. Hä? Egal. Normalerweise müsste ich die jetzt haben. Mal gucken. Ah ja, ich hab sie. Perfekt. Schön wieder alles hier kaputt machen und immer B drücken. So. Ah, jetzt geht die Laser weg, ne? Ja. Jetzt komme ich praktisch wieder eine Etage höher. Aha. Chase, das ist wirklich wichtig. Was ist denn? Glaubst du, Ellie mag mich?
oder nicht? Frank, ich bin im Gefängnis, um rauszufinden, wie Rex entkommen konnte. Du erinnerst dich? Oh, entschuldige. Aber ja, ich glaube, sie mag dich. Spitze! Bam! Tschüss, fall mal kurz da ein bisschen tief. So. Wir gehen auf jeden Fall in jedem Raum hier rein. So, zack. Hier kommen wir nicht rein. Ja, der ist jetzt da unten. Den verfolge ich jetzt nicht. Der ist ja da unten jetzt. Jetzt kein Bock, da wieder runter zu rennen. So. Muss ich hier rein anscheinend. Okay, okay. Jetzt haben wir hier erstmal die Tür aufgemacht. Jetzt mache ich hier das Thema erstmal wieder kaputt. So, zack. Das hier natürlich auch. So, das hier auch. Wo sieht denn hier alles durch, ey? Hier auch alles kaputt machen. So. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Zack. Ah, jetzt komme ich wahrscheinlich durch die Tür rein, ne? Ja. Bin ich denn jetzt? Chase, bist du drin? Ja. Der Direktor hat gerade sein Büro durch die Tür auf der anderen Seite verlassen. Hm, das ist seine Privattoilette. Versperr die Tür. Der Direktor hat einen Geheimaufzug zu Rex Zellenblock in seinem Büro. Aber er wird dich da nicht einfach rumschnüffeln lassen. Alles klar. Okay. Gut, gut, gut. Hier ist wieder was. Da brauchen wir wieder den Polizisten. Was ist denn Häftling? Egal. Interessant, wie ich das auch einfach. Schnell kommt er da nicht raus. Hallo? Ist da draußen jemand? Nein, ich hab's dir doch gesagt. Niemand hat sich umgesehen. Nicht mal der Trottel Dunby. Ich will ja auch nicht, dass du wiederkommst. Nein! Natürlich rufe ich nicht vom Klo aus an. Muss Schluss machen. Ah, anscheinend doch. Wer ist da? Oh, da ist ja irgendwas. Was läuft da? Lass meinen Safe in Ruhe. Und Finger weg von den Platten. Die sind alphabetisch geordnet. Hä, was muss ich denn hier machen? Einfach nur das? Nicht die Platten an. Vor allem nicht meine geliebten Opern. Nein, neu doch gar nicht. Die darf nur ich hören. Spiel ja keine von ihnen ab. Hey, das ist ja voll geil. Egal wer du bist, ich lass dich einen Monat die Töpfe in der Küche schrubben. Ja! Yeah! Kaputt. Ich kann dich hören. Deine Bewährung kannst du getrost vergessen. Okay. Um die Fotos im Safe. Das ist meine Zwillingsschwester in dem Hochzeitskleid, nicht ich. Was soll ich denn jetzt machen? Vor allem, muss wahrscheinlich an den Safe, aber... Als Häftling? Ah, als Häftling geht das. Was läuft da? Lass meinen Safe in Ruhe. Und Finger weg von den Platten. Die sind alphabetisch geordnet. So. Was
Was ist da draußen los? Was passiert hier? Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, von was die beiden italienischen Damen gesungen haben. Und wieso tanzen diese Typen zusammen? Und wie hat der da den Topf auf die Birne bekommen? Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Lass mich raus! Lass mich hier raus! Oh. Öffne doch einer die Tür! Ah, der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Klassiker. Ja, auf jeden Fall. So, wo sind wir jetzt überhaupt? Das muss die Zelle von Rex sein. Also wenn das eine Zelle ist, dann weiß ich auch nicht. Boxsack und Gewichte? Na toll, wir wollen ja auf keinen Fall schwache und leicht zu verhaftig. Hey Jungs, weiß Rex, dass ihr seinen Whirlpool benutzt? Ich streng mich nicht mal an! Und noch spiele ich nur mit... Eine Jukebox in einer Gefängniszelle? Ob die Musik da drauf wohl kriminell schlecht ist? So, hast du es jetzt bis in den Privataufzug des Direktors geschafft? Ja, wow! Die Zelle von Rex ist hübscher als meine Wohnung. Der Direktor hat ihm die größte Zelle besorgt. Und den Rest habe ich dann erledigt. Nach was hast du da drin überhaupt gesucht? Ich dachte mir, dass er in der Eile des Ausbruchs das ein oder andere Beweisstück da drin vergessen haben könnte. Viel Glück auf der Jagd nach Rex, Chase. Und wenn du ihn erwischst, grüß ihn schön von mir. Das werde ich machen. Also unsere Aufgabe ist praktisch einfach, Chase McCain wieder dingfest zu machen. Das ist so ein bisschen die Geschichte hinter diesem Spiel. So. Wir machen hier alles kaputt. Vielleicht kann man hier nämlich noch was bauen. Ne, sieht nicht so danach aus. Das kann man nicht kaputt machen. Okay. Gut, brauchen wir wieder. Polizeidingens. Interessant, ein versteckter Knopf. Was passiert damit? Okay, laufen wir hier einfach mal rüber. So. So. Folgen wir mal den Dingen hier. Aha. Noch ein versteckter Knopf. Jetzt sind es zwei. Einer fehlt noch. Okay. Gut, ein Knopf, der ist hier noch irgendwo versteckt. Ich bin mir nicht sicher, was an Rex widerwärtiger ist. Seine Verbrechen oder sein Musikgeschmack? Ja gut, ich habe eh keine Musik an, von daher... Gut, machen wir mal Boxen hier. Da ist der letzte Knopf. Ah, ich habe ihn sogar gefunden. Zack, 3. Der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter... Moment, das habe ich doch schon mal gesagt, oder? Ja, das stimmt. Gehen wir mal durch. McCain! Direktor Stonewall hat mich angerufen.
Ich sage nicht, was er gesagt hat, aber es war nicht nett. Er hat ihn Trottel genannt. Rex hat sich wohl mit diesem Hammer den Weg in die Freiheit gebuddelt. Er ist aus der Bluebell-Mine. Her damit! Wenn hier irgendjemand Schlüsse zieht, dann bin ich es. Interessant. Ein Hammer. Und wo stammt der her? Das lässt sich nicht feststellen. Aber die Bluebell-Mine wäre ein Ort, an dem man mal nachsehen sollte. Da gab's vor ein paar Monaten nämlich einen Raub. Dann sehe ich dort sofort mal nach, Chief. Nicht so schnell, McCain. Sheriff Huckleberry kümmert sich drum. Halt dich von der Mine fern. Das ist ein Befehl! Hey, Chief! Ein Bild für den Herald? Okay. Hat er auch sicher nicht die hier benutzt. Hier kommt das Vögelchen. Aha. Albatros Insel Gefängnis. Abgeschlossen. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch bei meinem anderen YouTube-Channel vorbei. Der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen mehr verpasst. Daumen auf Tag. Haut rein, euer Sano. Ciao, ciao.